Hallo Leute, ich habe das Mega-Projekt und Hero extrem geliebt. Schade, dass momentan nichts kommt. Zum Beispiel Ungespielt sagt immer wieder, es kommt was, es kommt was, es kommt nichts. Und andere Let's Player machen auch leider nicht so die tollen Projekte. Dann möchte ich euch ein neues Projekt von mir aus angekündigen. Und es hat viel mehr Freiheiten, viel mehr Spaß, Fun-Garantie und so weiter. Und es kann sich immer wieder was verändern. Und es ist wahrscheinlich auch endlos. Also jeder, der Let's Playt oder auch andere Let's Player unterstützen will, also bei anderen Let's Player mitmachen oder bei mir mitmachen oder irgendwie, kann auf dem Server, der Server ist whitelisted, also ihr müsst euch anmelden. Aber wenn ihr den Namen gebt, das alte, euren Kanal und so weiter, also ein paar Sachen gebt und vor allem die Minecraft-Erfahrung wäre noch nice, dann könnt ihr sofort auf den Server und könnt danach auch aufnehmen. Aber eben, ihr solltet schon auf dem Server ein paar Videos aufnehmen oder von einem anderen aufnehmen lassen, der dann bei Ihnen ist oder so weiter. Ich will einfach die Community, vor allem die Minecraft-Community, Let's Player und so zusammenschweißen, und dafür habe ich sehr viel getan, habe viel ausgedacht, und das setze ich jetzt dann um. Also hier auf dem Server wird sich noch viel ändern. Wenn irgendwas schief läuft oder so, dann tut es mir leid, aber ich habe momentan genug Schwierigkeiten mit den Plugins, weil die veraltet sind und so weiter. Und ja, momentan ist noch kein Plugin drauf, aber es kommt alles. Also jetzt zeige ich euch mal von diesem Projekt. Es wird wie bei Hero, also Hero hat es nicht erfunden, aber es ist wie bei Hero eine Map, wo ihr einem Volk anschließen könnt und dort Krieg gegen die anderen führen könnt. Also so ein richtiges Rollenspielprojekt. Dann gibt es eine Welt, wo ihr einfach mal bauen könnt, Freebuild. Eine moderne, eine Medieval-Welt und vielleicht mal eine Fantasy-Welt. Dann gibt es eine Welt, die ist pures PvP, da dürft ihr auch Projekte machen drauf. Und also so Projekte wie zum Beispiel, einen Clan gründen oder so etwas und dann mit anderen Let's Play in den Krieg ziehen. Dann gibt es eine Arena- und Eventwelt, und ja, das wird alles dann auch belohnt. Die Let's Player bekommen Ruhmesauszeichnungen in der Ruhmeshalle. Dort werden die besten Let's Player, die häufigsten Let's Player, also die am häufigsten auch hochladen, und auch die ehrlichsten gekrönt. Und vielleicht kommen auch ein paar Leute rein, die gut im PvP sind, zum Beispiel ein Turnier gewinnen oder so und so weiter. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mitmachen könnt. Es ist wirklich etwas Lohnenswertes und eben, es hört nie auf. Also solange als ich genug Geld bekomme, um diese 16 Euro momentan, also 6 GB, 50 Slots, bezahlen kann, solange wird der Server auch bleiben und so lange könnt ihr auch aufnehmen. Und ja, ich werde es immer wieder erhöhen, wenn es knapp wird mit den 50 Slots, werde ich immer wieder erhöhen und auch die Gigabyte werde ich erhöhen. Also, wenn ich noch etwas vergessen habe, schreibt es bitte unten in die Videokommentare, und eben die Anmeldung könnt ihr auch dort machen oder ihr könnt es per PN machen. Gut wäre es dann, wenn ihr mich bei Skype hinzufügt, dort heiße ich Drago Basler, um einfach zu beraten, was ihr so auf dem Server dürft, was ihr nicht dürft und was ihr zu machen habt, wie ihr es zu machen habt. Also, ja. Eben, ihr dürft auch auf dem Server sein, wenn ihr Let's Playt, nebenbei mal, dürft ihr auch auf dem Server sein, ohne eine Aufnahme, aber eben, ich möchte so oft wie möglich, dass einer auch aufnimmt auf dem Server, damit einfach zusammengeschweißt wird. Und ihr wisst ja, wenn man in einem Let's Play andere Kollegen findet und so weiter, da hat man viel mehr Bock mit denen zu reden als mögliche. Mir ist sehr wichtig, dass diese Community auch zusammenhält, wächst, und ja,
viel Spaß hat. Okay, das war's. Ich mache immer wieder neue Videos, Ankündigungsvideos, Extras und werde selber das Projekt mal anfangen. Wenn ihr Lust habt zuzuschauen, ja, die Videos könnt ihr dann in meinem Kanal finden natürlich. Und ich werde sie unten auch verlinken. Also das Wichtigste nochmals unten in der Beschreibung. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Drago.